So, weiter geht's mit TC1 Amerika mit 3 Rennen, oder? Ja, sieht wohl so aus. Doch, sind 3 Rennen, genau. Hier unten sieht man es ja, 4 Runden. 4. Ah ja, gut, wir haben ein bisschen was zu tun. So. Ich bleib bei meinem BMW. Anfangen wir mal mit Crescent Valley. 3,88 Kilometer. So, das Ding wollen wir natürlich klar gewinnen. Das ist unsere Hausaufgabe, unser Ziel. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Chris, was denkst du? Okay, darauf kommen wir gleich zurück. Los geht's. Los geht's. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu. Ja, den hat er mir aber mitgegeben. Ich wollte da vorbeifahren und der zieht dann im Moment rüber. Ja, schon okay, klar. Da das war ich jetzt. Nicht glücklich sein. Nee, schon klar. So, jetzt bin ich vorbei. So. Die erste Runde. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Die erste Runde gehen wir als erstes rein. Dass ich zu weit irgendwelche Kurven schneide, nicht wieder irgendwelche Strafen bekommen. Ja, es ist einer, der uns ein bisschen folgt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Platz 11. So, könnten letzten Kurven sein. Ja. Letzte Kurve und dann haben wir Rennen Nummer 1 für uns entschieden.
So. Gut. Gut, zweite Rennen. Indianapolis. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Grid World Series? So, auf geht's. Den Sieg wäre natürlich die Vorentscheidung. Weit rausgekommen. Ich glaube, ich dachte, ich könnte durchfahren. Ah, das war zu schnell. Na, einfach durch wieder einbüßen müssen. Ich habe jetzt wieder geholt habe. So, jetzt über die Steilkurve. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ja, war's, der an mich, ja. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Na, der will mich. Der will mich gerade. Kann ich ein bisschen wegziehen? Jetzt bin ich zumindest ein bisschen weg, was da schon betrifft. Gut. Yeah. Da sind einige mit. Bleib in Führung. Letzte Runde. Zeitstrafen. Ich habe nicht, dass das für uns gemeint war. Sechster Platz von unserem Teamkollegen. Ich hoffe, dass der noch ein bisschen was davon ziehen kann. Schön rumgedriftet.
Jawohl. Ja, zwei Rennen auch gewonnen, fünf also noch gewonnen, gut. Ah, gute Sekunde dahinter, schade. Level 12, immerhin. So, letzte Rennen in San Francisco. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch ein Haft. So. Du kannst 16 starten, ne? Alles klar, viel Glück da draußen. Alter, was ist hier los? Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Wie schon. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Scheiße. Ja, wir sind schon Sechster, okay. Na, ja, die Straße macht sich einfacher. So, erste Runde durch. Und wir gehen in. Oder? Nee, doch nicht, schade. Aber jetzt. Guter Start. Bleib an der Spitze. Die nächsten beiden Rennen haben sogar. Diese beiden Events sind sogar vier Rennen. Gut, der Kollege 5. Der Abstand ist groß. Jetzt kann ich wieder Abstand nach hinten. Jetzt ist. Sollen wir mal rechts sein? Kollege 5 jetzt. Doppelsieg? Fragezeichen? Oder nicht? Tschüss, Motor. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung.
Der Hanan verbrennt sich wie jedes Mal. Letzten Meter auf diesem Stadtkurs. Platz 1, sehr gut. Alle drei Rennen gewonnen. Zehn Sekunden, nochmal Vorsprung gehabt am Ende. Gut, Vierter hat er noch gewonnen, jawohl. Gereicht. Hat gereicht. So. Nichts mit unserem Teamkollegen zu tun. Okay, der hat nicht gut abgeschnitten. Wir umso besser. So, und das Ding gucken wir uns morgen an.